Willkommen bei der Präsentation zu diesem ganz flotten Tool, den sich Flinger nennt. Ihr fand diesen Tool auf demoflinger.fi. Das ist also ein Tool, den ich ganz flott benutze, für zu brainstormen. Ich selber und den immer auch gesagt, wenn ich mit den Schülern angefangen habe, ein neues Sujet zu machen, wo ich hier Erwartungen aufgeprägt habe oder einfach mal gefragt habe, was will der genau machen, was stellt er sich für. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel von so einer Session am Flinger oder wie ihr auch seht, der Flinger Whiteboard. Ja, da muss ich auch hier einen Account machen, das ist aber ganz schnell geschickt. Flinger ist auch ganz gratis. Aber wenn ihr den Account bis fertig habt, seht ihr an diesem Menü, wo ihr Sessionen könnt verwalten, respektive ein Whiteboard hier auch könnt selber machen. Ich weiß nicht, als ich mal im Vater damit geht. Weil ich diesen Tool schon viele Jahre ansetze, habe ich immer verschiedene so Sessionen, die ich abrufe. Hier ist so von einer kürzlichen Formation, die ich habe, wo ich die Leute der Senior gefragt habe, was stellt ihr euch in dieser Formation vor, die, wo die was Redakteure geht. Und ihr seht, das ist ganz anonym und die Leute können ganz einfach auf das virtuelle Wall, auf das virtuelle Tafel hier Ideen einfach schicken. Das machen sie mit dem Handy, mit dem iPad, über den Computer. Ja, wie geht das? Das ist ganz einfach. Hier brauche ich just dieses Menü abzuklappen. Und auch von da noch ein bisschen kompliziert ausgesagt, der Flinger geriert das alles vom selben. Am einfachsten ist also den QR-Code hier aufzuknipsen. Mit dem Apple-Gerät braucht er tatsächlich nur eine Kamera dabei zu halten und geht automatisch erkannt. Auf anderen Geräten braucht er das QR-Code-Reader und dann könnte der Benutzer, der Schüler, automatisch auf das Set. Im allerschlimmsten Fall, so nicht mal, geht er den kann auch die Schüler diesen Link, wenn sie den aktivieren, kommen sie auf die Seite raus. So, ich sehe gleichzeitig mit meinem Handy habe ich auch angeloggt und ich will nur einfach weisen, wie ich können selbst dabei setzen. Also ich kann den Auftrag Schüler so mal, wer da gerade am kaputt, wer dich gerade interessiert und dann gebe ich so ein, ich tippe einfach mal just Test an und ich schicke das hin und ihr seht, zack, mit meinem anderen Gerät könnt ihr halt mitstehen. Als Schüler können also nur etwas proposieren. Hier gebe ich gut, wenn ich heute ein Message angehe. Test 2. Und ich gebe das auf dieser Maschine hier hinschicken. Genauso in die Stadt auch auf dem Handy logisch gemacht. So, und der Toten, das können wir dann weiterfeiern, indem die Schüler selber können die Sachen hier organisieren. Das ist, weil du so flott hast, dass nicht nur Senior muss so und wer noch richtig ist. Mit den Schülern können den Auftrag kriegen. Heißt auch der mal, was bei ihnen passt. Aber wenn die Männer bei ihnen passt oder eine Gruppe, können das heute annehmen. Das ist auch möglich, wenn ihr seht, naja, die heutigen zwei Themen, die passen bei ihnen, dass indem man der Maus oder auf einem iPad einfach mal am Fanger bis zum Lang gedrückt hält und da gibt es so einen Link dazwischen gemacht, wird so und das zu Ideen, sie bei ihnen vernetzt. Zu einem Moment kann dieser Link, wenn ihr einfach drauf klickt, auch im Waschgehäuse gehen oder so etwas wie der Titel, können auch hier oben ganz einfach im Waschgehäuse. Also hier geht der Link weg. Und hier gibt dann diesen Objektwäschkohl. So, nun fordere ich ganz bestimmt, wie schnell fängt ein Schüler an, Domäten zu machen. Weil ja, aus Erfahrung weiß ich, das geht schon relativ schnell. Da wisst ihr, dann ist der Brainstorming auch schon River. An diesem Menü seht ihr die geringen Knäppersche hier. Im Moment ist die ganz links aktiviert. Das heißt, alle Schüler können auf alle Objekte alles machen. Also, ein Schüler kann einem anderen Schüler sein Objekt auch löschen. Wenn ihr diese Knöpfchen halt aktiviert, dann können alle Schüler just nach seinen eigenen Objekten regeln, die ihn selber dahinter gesagt wird. Und mit diesem Knöpfchen, also da eigentlich keine mehr möglich, etwas zu ändern, außer nach den Enseignern. Was für den Flinger ist, wenn wir hier aus diesem Menü rausgehen und nächste Woche Remenker auf das Website als anloggen, dann bleiben diese Objekte genau auf derselben Platz. Ihr könnt mit einer Gratis-Lizenz von Flinger bis zu 4 so Wallen gerieren. Ich selber habe das immer angesagt für 4 verschiedene Klassen und das ist für mich auch immer durchgegangen. Wenn ich zu allen Moment so ein Whiteboard habe, alles ganz proper machen, dann verbitzeln die nicht eine neue Session. Ich kann noch ein bisschen mehr mit dem Flinger machen, weil ihr vielleicht selber rauskommt oder ihr meldet euch einfach, wenn ihr froh seid. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Flinger.